Hallo. Hi. Wenn ihr euch sitzen wollt, es gibt noch ein paar freie Plätze. Direkt in der ersten Reihe oder der letzten. Mein Name ist Markus Beckedahl. Ich bin von Digital Gesellschafts e.V. und begrüße euch alle hier und an den Empfangsgeräten zu unserem dritten netzpolitischen Abend. Wir haben ein paar Kurzvorträge, die zwischen 5 und 15 Minuten theoretisch lang sein werden, vorbereitet. Ich werde den Anfang machen mit einem Überblick zu ACTA und Co., den Debatten da drumherum. Worum geht es überhaupt? Was ist so der aktuelle Stand des ACTA-Prozesses? Was erwartet uns dann noch in den nächsten Monaten? Dann geht es weiter zu Matthias Schindler, der gerade gegen die Bundesrepublik klagt, auf Basis des Informationsfreiheitsgesetzes, um Zugang zu ACTA-Dokumenten zu bekommen. Da haben wir einen bald kleinen fünfstelligen Betrag zusammengesammelt an Spenden, um ihn dabei zu unterstützen. Sein Widerspruch ist heute rausgegangen, da erzählt er mehr zu. Wenn alles gut geht, kriegen wir tatsächlich mal Zugang zu so verschiedensten Akten, die da in irgendwelchen Schränken in den verschiedenen Ministerien liegen. Danach geht es weiter mit Philipp Otto zum Leistungsschutzrecht, eine Debatte, die seit 2,5 Jahren im Koalitionsvertrag angekündigt ist, wo wir im Moment jetzt noch nicht so viel wissen, außer dass die Bundesregierung so gnädig ist, uns zukünftig auch noch das Ausdrucken von Webseiten kostenlos zu ermöglichen. Was drumherum passiert, da weiß Philipp mehr. Und zum Schluss gibt dann auch André Meister einen Überblick zur Vorratsdatenspeicherung, zur aktuellen Debatte, weil, wie ihr vielleicht aus den Medien gehört habt, die Vorratsdatenspeicherung soll wieder eingeführt werden, nach Ansicht vieler in der CDU, SPD, CSU und manchmal auch FDP. Andere der FDP sind dagegen, auch andere in der CDU und SPD. Aber im Moment scheint es ein bisschen akuter zu gehen. Es kann sein, dass jetzt noch die Wahlen in Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen abgewartet werden und dann ganz schnell auf einmal die Vorratsdatenspeicherung auf den Tisch liegen. Das wird dann André zum Schluss nochmal erzählen. Ich fange jetzt erstmal mit ACTA an. ACTA hatten wir tatsächlich schon auf dem... Das ist mein Getränk. Ja, danke. Wie ist das sonst mein Aufkleber, nicht? ACTA hatten wir schon auf dem letzten netzpolitischen Abend. Das war eigentlich so ein ganz lustiges Datum. Ich glaube, das war der 16. Januar. Und der 16. Januar war der Vorabend zum Black Friday. War es eigentlich ein Friday? Nee, war wahrscheinlich ein Black Wednesday. In den USA auf jeden Fall zum Anti-SOPA-Aktionstag, der dazu geführt hat, dass wir auf einmal diese ACTA-Debatte hatten. Also ACTA gibt es seit 2006, oder zumindest seit 2006 wird das Ganze verhandelt. Wir verfolgen das schon seit spätestens 2008. Es hat aber nie jemanden interessiert. Also wir saßen da beim CCC-Kongress mit lauter europäischen Aktivisten zusammen und alle waren ein bisschen deprimiert, dass kein ACTA interessiert, dass das Ganze durchgeht. Dann kam dieser Black Anti-SOPA Day in den USA. Wikipedia hat sich geschwärzt. Es gab Berichterstattung in Deutschland und auf einmal stellten viele fest, oh, sowas Ähnliches droht uns ja auch durch ACTA. Und auf einmal hatten wir diese ACTA-Debatte, was ganz lustig ist. Die große Frage ist immer, worum geht es eigentlich bei ACTA? Man hört dann immer ganz viele Juristen, die der Meinung sind, damit verändert sich überhaupt nichts, das ist nur ein Vertrag, haben wir schon alles in Deutschland. Wir sehen das ein bisschen anders. Wir sind auch gut vorbereitet in der ganzen Kritik. Zusammen mit EDRI, European Digital Rights, wo wir Mitglied sind, haben wir erst vergangene Woche, dieses zehnseitige Papier rausgebracht und behandeln dort den Artikel 27 des ACTA-Papieres, das sogenannte Internetkapitel, und vor allen Dingen die Frage, was bedeutet es eigentlich, Kooperationsbemühungen im Wirtschaftsleben zu fördern, die darauf gerichtet sind, wirksam Urheberrechtsverletzungen zu bekämpfen. Das ist eigentlich der Schlüsselsatz in ACTA. Und wenn man ACTA rein juristisch liest, dann stellt man fest, passiert ja nicht so viel. Wenn man ACTA aber politisch liest, dann ist das der Schlüsselsatz, weil er führt zu einer gefährlichen Tendenz, die wir ablehnen, nämlich die Privatisierung der Rechtsdurchsetzung. Wenn Grundrechte auf einmal von Unternehmen gemanagt werden, ohne dass der Rechtsstaat da eine große Rolle spielt. Wir kennen das aus der deutschen Debatte. Diese freundliche Frau hat das im Jahr 2009 schon mal versucht, mit einer freiwilligen Vereinbarung zwischen Providern
und die BKA, eine freiwillige Kooperation einzuführen, um damals den Zugang zu kinderpornografischen Inhalten zu blockieren. Daraus kam das Zugangserschwerungsgesetz, daraus kam die ganze Zensursula-Debatte, die später zu einem Zensursula-Debakel wurden. Aber quasi das war das erste Mal, dass dieser Weg tatsächlich in Deutschland beschritten werden sollte. Es gibt viele Beispiele aus dem, vor allen Dingen im Ausland, um zu zeigen, was daran schlecht ist. Es gibt erste Domain-Beschlagnahmungen von US-Gerichten, von US-Unternehmen gegen europäische Betreiber. Da ist nämlich die Situation zum Beispiel, dass VeriSign, besitzt sozusagen als US-Unternehmen die Zukunftsrechte auf .org, .net, .com Dateien, Domains. Ich habe netzpolitik.org. Wenn ich Pech habe, kann mir so ein US-Gericht einfach mal meinen Blog wegnehmen, wenn sie halt der Meinung sind, ich könnte Urheberrechtsverletzungen drauf haben. Also diese Beispiele gab es schon. In Irland hat der Provider Iacom ein freiwilliges Three-Strike-System eingeführt. Also die schicken freiwillig Warnmodelle und kappen dann den Internetzugang. Etwas, was auch Rechteinhaber in Deutschland favorisieren, dass halt doch unsere deutschen Provider bitteschön freiwillig Warnmodelle verschicken, Warnbriefe verschicken und dann vielleicht auf Basis der allgemeinen Geschäftsbedingungen einfach mal die Verträge kündigen. Da bräuchte man nämlich kein Gesetz für, was vor dem Bundesverfassungsgericht scheitern könnte. Das Lustige, also der Funfact hier dran ist, Iacom ist pleite. Also man kann auch genau sagen, so Provider, die Three Strikes einführen, schießen sich selbst ins Knie. Ich weiß nicht, ob das der Grund war, aber das ist halt der lustige Funfact. In England haben wir eine andere Tendenz. England ist eh ganz böse. Also in England haben wir Provider, die in Echtzeit in den Datenverkehr reinschauen, um nachzuschauen, ob es da Urheberrechtsverletzungen gibt. Dann haben wir die Situation, dass fast alle Provider in Großbritannien oder mit der Internet Watch Foundation kooperieren. Die schickt Blocking-Listen an die Provider, die einfach so einbauen. Da gab es mal so die lustige Story, dass auf einmal die Wikipedia gesperrt war, weil es ein Scorpions-Albumtitel aus den 70er Jahren gab, wo irgendwie eine 14-Jährige leicht bekleidet abgebildet war. Und da gab es ein bisschen Overblocking und auf einmal war die Wikipedia weg. Hier bei der Internet Watch Foundation haben wir so aktuelle Entwicklungen, weil so ein bisschen Overblocking ist dann auf einmal der Zugang zu La Quadrature du Net gesperrt oder zu Tor Project oder anderen Webseiten, die jetzt nicht unbedingt den Ruf haben, schädliche Inhalte zu verbreiten. Also je nachdem, von welcher Perspektive aus man das betrachtet. Auf jeden Fall führt so eine Privatisierung der Durchsetzung von Urheberrechten zu unkontrollierbaren, grundrechtseinschränkenden Situationen. Wir haben ein 40-seitiges Papier, einen Schattenbericht online gestellt vor anderthalb Monaten, nämlich als Herr Otto eine Studie vorstellte. Herr Otto ist nicht von der GEMA, auch wenn das so aussieht. Herr Otto ist Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, FDP-Mitglied noch, und bringt im Wirtschaftsministerium seit der Machtübernahme 2009 einen Wirtschaftsdialog oder koordiniert einen Wirtschaftsdialog, wo Provider und Rechteinhaber zusammen eingesperrt werden, in der Hoffnung, dass sie sich mal irgendwann einigen und eine Privatisierung der Rechtsdurchsetzung durchführen. Da gibt es dann so Ideen wie, man könnte ja mal ein Two-Strikes-Warnmodell einführen, was Herr Otto präferiert. Sie haben da eine Studienauftrag gegeben, die überraschenderweise festgestellt hat, dass man ein Two-Strikes-Warnmodell einführen sollte. War vollkommen unerwartet bei dem beauftragten Professor, der das vorher auch schon gefordert hatte. Wir haben in einer Gebrauchsinformation mal detailliert aufgeschrieben, was daran schlecht ist. Mittlerweile gibt es auch so Papiere bzw. Informationen, was da noch die Forderungen der Rechteinhaber sind. Also Werbedienstleister sollen halt bei Download-Plattformen oder diesen Cyberlocker, wie sie alle heißen, Plattformen ihre Werbung einstellen. Vorratsdatenspeicherung soll freiwillig einfach mal ausgebaut werden, damit man halt das Auskunftsersuchen länger stellen kann. Dann möchte man noch mehr Rechte zur Beauskunftung haben, um halt von Internetnutzern auch mal nicht nur die Adresse rauszubekommen, sondern auch die Bankdaten und so weiter, also von den Providern. Da gibt es halt so einige Fragestellungen grundrechtlicher Natur, ob man das überhaupt machen sollte.
Naja, das gilt es alles zu verhindern auf deutscher Ebene, aber wie geht es jetzt weiter bei ACTA? ACTA ja, war kein Thema bis Mitte Januar. Dann war Wikipedia weg. Dann fingen die Polen an rumzuhüpfen. Ihr kennt das vielleicht aus den Medien. So hüpfende Polen jeden Abend, die gegen ACTA demonstrieren. Unsere polnischen Aktivistenfreunde waren auch ein bisschen verwundert, wo die alle herkommen. Das war so eine Gemengelage aus, naja, irgendwie haben die auch alle aus der Zeitung gelesen, dass da die Wikipedia geblockt werden soll, haben das Ganze als Eingriff in ihre natürliche Medienwelt empfunden. Dann hat die Opposition das Ganze noch ausgenutzt, um halt gegen die Regierung zu bashen. Dann gab es so eine Gemengelage aus Anti-Amerikanismus gegen die Regierung, irgendwie für freies Internet. Und das brachte halt so tausende hüpfende Polen die ganze Zeit auf die Straße. Das hat dann wiederum irgendwie deutsche Medien fasziniert. Und in Deutschland gab es dann auch die Idee, einen Aktionstag zu machen. Der wurde dann europaweit am 11. Februar organisiert. Und auf einmal gab es dann in 200 Städten in ganz Europa Demonstrationen. Wir haben die hier in Berlin mit organisiert, hatten halt so einen Haufen Schilder gemalt, die auch ganz gut rumgingen, so in verschiedenen Medien. Und das Überraschende an diesen Demonstrationen war, wir haben zum Beispiel in Berlin 600 Menschen angemeldet. Es kamen dann 10.000, die Polizei war ein bisschen überfordert, aber wir konnten es ja auch nicht ändern. Also hey, wir hätten ja gern von 10.000 geträumt vorher, aber wir wollten aber realistisch sein. Und dachten halt, na gut, 600, wenn es gut geht, dann kommen die auch, weil es war minus 10 Grad. Aber diese Demonstrationen haben eigentlich alles verändert. Andreas Müller von uns hat so ein kleines Video gedreht zu diesen ganzen Entwicklungen. Ja, man sieht, Andreas hat fast keinen Effekt ausgelassen, den das Programm zu bieten hatte. Auf jeden Fall, diese 100.000 Menschen in Deutschland, diese 200.000 Menschen in ganz Europa haben einiges verändert. Das ist Karel de Gucht, oder Gucht, keine Ahnung, ist ein Belgier, EU-Handelskommissar. Und Karel de Gucht ist halt der Mann hinter ACTA, also quasi seine Handels- oder sein, EU-Ministerium, Kommissionsapparat für Handel. Wie nennt man das eigentlich? Ah, Direktorat, genau, der Handelsdirektorat. Hat ACTA für die EU ausgehandelt und naja, sein Kopf hängt da so ein bisschen dran. Deswegen hat er ein kleines Interesse daran, dass das so durchgeht, weil sonst ja, verliert er ein bisschen das Gesicht. Und er hatte dann zusammen mit seinem Kabinett die Idee oder die Vorstellung, naja, irgendwie muss man jetzt was tun, weil nachher hüpfen da jede Woche weitere 100.000, 200.000 Menschen auf Europas Straßen. Und das könnte ja was anderes gefährden, nämlich die EU-Kommission versucht gerade oder plant, die Richtlinie zur Durchsetzung von geistigem Eigentum zu reformieren aus dem Jahr 2004. Diese Richtlinie hat uns damals irgendwie die Abmahnindustrie gebracht, die liegt im Geist von ACTA. Das, was wir bisher an Vorab-Leaks und so weiter gelesen haben, klingt alles wie ACTA und so weiter, also Förderung einer freiwilligen Kooperation. Und naja, auf jeden Fall hatte die EU-Kommission ein bisschen Panik, dass diese ganzen Proteste rüberschwappen in Richtung IPRED. Und man dachte dann so den taktischen Move, tolle Idee, wir schicken jetzt einfach mal ACTA zum Europäischen Gerichtshof und der soll mal entscheiden, ob das auch alles so rechtlich korrekt ist. Wobei die Sache ist, wie gesagt, rechtlich mag das alles korrekt sein, aber wir bewerten ACTA politisch und ACTA ist politisch falsch. Und da kann auch irgendwie, auch wenn der Europäische Gerichtshof feststellen sollte, was immer noch unklar ist, dass ACTA kompatibel mit europäischen Verträgen ist, ist ACTA immer noch falsch. Und wir wollen halt eine Abstimmung darüber. Auf jeden Fall dachte man halt, ACTA ist jetzt erstmal vom Tisch, 1,5 Jahre in die Zukunft verschoben. Ja, und wir können jetzt alle Däumchen drehen, IPRED kommt da zwischendurch rein.
dann hat auf einmal das EU-Parlament letzte Woche überraschend gesagt, nee, machen wir nicht mit, wir haben keinen Bock mehr auf ACTA. Also die Vermutung ist, dass eine Mehrheit im Europaparlament jetzt ACTA schnell durchziehen will. Also durchziehen im Sinne von, können wir mal schnell abstimmen, damit es weg ist so. Vor allen Dingen können wir das mal schnell ablehnen, damit es irgendwie weg ist. Weil da gibt es verschiedene Verschwörungstheorien. Also erstmal gibt es Linke, Grüne, SPD, so ein Teil, ist ja immer ein komplexes System, europäische Sozialdemokraten, ne? Da gibt es halt die Labour-Leute und sonst irgendwie, die Hardliner sind bei geistigem Eigentum, da gibt es halt wiederum andere, die ein bisschen vernünftiger sind. Naja, auf jeden Fall, die sind gegen ACTA. Die Liberalen würden es ganz gern überwiegend nochmal zum Europäischen Gerichtshof schicken, weil die sind der Meinung, die ganze Kritik ist unberechtigt. Und die CDU-CSU scheint so ein bisschen, oder die Konservativen scheinen ein bisschen gespalten zu sein. Also im Osteuropa wollen die alle ACTA weghaben, weil nachher springt halt der halbe Ostblock irgendwie auf der Straße rum. Das kommt nicht so gut. Und vor allen Dingen befürchtet man, dass in 1,5 Jahren, wenn der Europäische Gerichtshof eine Entscheidung trifft, dass das Ganze, diese ganze weitere Debatte in den nächsten EU-Wahlkampf reinfällt. Und wenn man halt für ACTA ist, ist es halt ein bisschen blöd, wenn die ganze Jugend irgendwie dagegen auf die Straße läuft und rumhüpft. Also scheint es im Moment eine Mehrheit gegen ACTA zu geben. Es ist vollkommen ungewiss, wir müssen dafür kämpfen. Auf jeden Fall könnte es sein, dass die entscheidenden Ausschusssitzungen, die quasi eine Vorwahl treffen, eine Vorentscheidung treffen, Ende Mai stattfinden und es dann Mitte Juni zu der Abstimmung in Straßburg kommt. Wir sind ein bisschen vorbereitet. Wir haben unter acta.digitalegesellschaft.de ein Tool, was nach dem Prinzip Bürger to Politiker läuft, online gestellt. Immer so lustige kleine Banner kann man in sein eigenes Blog einbinden. Man kann auch mitmachen. Dieses Tool zeigt halt mal kurz zusammengefasst Kritik an ACTA und lädt dann dazu ein, Politiker zu kontaktieren. Wir haben die Politiker eingeordnet nach Zustimmung zu ACTA, Wackelkandidaten unbekannt. Also es gibt halt, Abgeordnete, die reagieren gar nicht auf Bürgeranfragen. Silvana Koch-Merin zum Beispiel hat noch nie irgendeine Mail beantwortet. So. Die steht da halt unter unbekannt Wackelkandidaten. Und es gibt halt welche, die klar sagen, sie lehnen es ab. Und wir sammeln halt quasi, also die Idee ist, ihr schreibt oder ruft an oder schickt einen Fax oder einen Brief, kontaktiert einen Politiker, eine Politikerin, fragt nach der Meinung zu ACTA, kriegt eine Antwort zurück, schickt die uns und wir sortieren die halt ein. Naja, Befürworter, Gegner, dann gibt es halt diese Wackelkandidaten, sehr gerne aus der SPD kommt, die halt irgendwie so formulieren, dass es klingt, dass sie ablehnen, aber wenn man Politikerdeutsch versteht, dann weiß man, die sagen eigentlich überhaupt nichts, aber das auf 4. Seiten oder so weiter. Die wollen sich ja nicht festlegen, aber das bilden wir halt alles ab. Man klickt dann auf so einen Namen drauf und sieht dann Kontaktadressen und wozu, was die einzelne Meinung ist. Das Lustige ist, oder sagen wir mal, wir brauchen jetzt noch ein bisschen Mithilfe, weil das ist alles größtenteils der Stand von vor 1 bis 2 Monaten. Wir gehen davon aus, und auch in Gesprächen mit vielen Europaabgeordneten, auch so aus Lagern, der konservativen Lagern und so weiter, hören wir immer wieder, dass sie mittlerweile ihre Meinung so ein bisschen am Ändern sind. Wir brauchen halt aktualisierte Meinung. Könnte zum Beispiel sein, dass Herr Kaspari, der für die CSU-CDU federführend ACTA betreut von deutscher Seite, mittlerweile der Meinung ist, dass ACTA keine gute Idee ist. Aber wir haben diese Information noch nicht. Also, wenn ihr Abgeordnete kontaktiert, dann konzentriert euch auf diejenigen, die Zustimmung geäußert haben oder Wackelkandidaten sind. Und meldet uns das Ergebnis. Wir haben weitere Informationen auf unserer Webseite zusammengestellt, ganz viele weitergehende Infos zu FAQs, zu Hintergrundinformationen, zu allen Argumenten und Gegenargumenten rund um ACTA. Das Ziel ist, dass halt das Urheberrecht endlich mal reformiert wird und nicht wie mit ACTA weiter zementiert wird. Und das war jetzt mal so ein kurzer Überblick zu ACTA. Gut, 15 Minuten, genau in der Zeit. Ja, Carsten Gerloff von der FSFE wollte noch was kurz erzählen. Du warst nämlich in Brüssel nach mir. Ja, genau. Danke, Markus. Ich war halt am 1. März, gab es einen großen ACTA-Workshop im Europaparlament und ich wohne ein bisschen näher dran, deswegen habe ich mal vorbeigeschaut. Mit der Free Software Foundation Europe und ganz vielen anderen Organisationen waren wir da als Zivilgesellschaft vertreten. Und es war mal sehr schön live zu sehen. Da vorne saß der Herr Gucht, dann saßen 500 Leute im Halbkreis drumherum. Und hinten in den 2 letzten Reihen saßen wir.
Und da wurde quasi ja, Volk gegen Politik gespielt. Also gerade bei der EU-Kommission und bei den verantwortlichen Komiteeleuten aus dem Europaparlament merkte man ganz stark, oh, denen war gerade was schiefgegangen. Da hatten wir denen ins Geschäft gepfuscht. Und jetzt standen sie plötzlich unter Rechtfertigungszwang. Dann haben wir die gefragt, ja, warum wollt ihr denn ACTA? Und sie haben gesagt, ja, um Fälschungen zu bekämpfen, um Urheberrechtsverletzungen zu bekämpfen. Wir haben darauf hingewiesen, nützt doch gar nichts. China ist zum Beispiel bei ACTA nicht dabei, dort kommen aber die meisten gefälschten Handtaschen her. Indien ist bei ACTA nicht dabei, dort werden aber die meisten Generika hergestellt und Medikamente. Ist eigentlich auch eine tolle Sache, kann man nicht so richtig was gegen haben. Leider auch gefälschte Medikamente, aber auch hier hilft nichts, weil Indien eben keine Partei bei ACTA ist. Ja, aber ist doch generell eine gute Sache. Man muss das Urheberrecht stärken, man muss die Markenrechte stärken. Ja, gut, also ACTA tut eigentlich nichts. Darauf haben wir uns dann irgendwann geeinigt. Und dann haben wir gefragt, ja, warum sollen wir ACTA denn dann machen, wenn es nichts tut? Ja, Und es kam einfach ganz stark rüber, ACTA erreicht de facto nichts, außer das Urheberrecht so wie es ist zu zementieren, in der defekten Form. Es kann aber abhängig von der Umsetzung durch die Mitgliedstaaten der EU und abhängig von weiteren Richtlinien wie IPRED 2 ganz massiv Schaden anrichten. Es kann uns richtig die digitale Gesellschaft kaputt machen. Und deswegen, ich glaube, wir gewinnen das, aber es ist wichtig, dass wir jetzt über die kommenden Monate den Druck aufrechterhalten. Bei der deutschen Regierung haben wir plötzlich gesehen, wie die angefangen hat zu wackeln unter dem öffentlichen Druck. Und je mehr man dagegen schiebt, dann wackeln die auch mal. Und sobald man loslässt, stehen sie wieder da und sagen, ach, eigentlich eine Woche später, ja, ACTA, ja, ja, ist ja eine feine Sache, doch, ich glaube, wir unterschreiben da, ja, wahrscheinlich schon. Und so geht's nicht. Also da müssen wir jetzt einfach bis Ende Mai, Anfang Juni nochmal richtig immer wieder kommen. Und dann kriegen wir das auch vom Tisch. Aber dann kommt schon IPRED 2 und dann kommt irgendwann der nächste Quark. TPP, was haben wir noch? Na gut. Also es hört einfach nicht auf. Also dranbleiben. Ja, danke. Ist Matthias Schindler. Wo ist Matthias? Matthias, ja, kannst aber auch mal nach vorne kommen, hat nämlich mal angefangen, das Informationsfreiheitsgesetz zu nutzen. Ein zahnloser Tiger. Manchmal ein anderes Mikro haben oder keine Ahnung. Auf jeden Fall das Informationsfreiheitsgesetz. In der Theorie ist es gut, in der Praxis muss man immer rausfinden, ob es jetzt taugt oder nicht. Du bist dabei herauszufinden, ob es hilft, Dokumente rund um ACTA von verschiedenen Bundesministerien zu bekommen. Und erzähl doch mal deine Geschichte, was deine Motivation ist und wie so der aktuelle Stand und der ganze Prozess jetzt sein wird. Danke und guten Abend. Seit 2009 arbeite ich bei Wikimedia Deutschland im Bereich Politik und Gesellschaft. Meine Kollegen sitzen da drüben. Wenn ihr Fragen zu Wikidata habt, Daniel ist da und beantwortet sie jederzeit auch. Mikrofon näher in den Mund, wunderbar. Und wir haben im politischen Prozess regelmäßig diesen Effekt, wir arbeiten uns an einem Thema ab, wochenlang schreiben wir Paper, wir zirkulieren die, wir verbessern die, wir reichen die weiter, wir veröffentlichen sie und kein Schwein interessiert es. Das kommt vor, das passiert, dann lernt man daraus und macht es nachher besser. Und dann hat man Dinge, die macht man so um 17.50 Uhr, man will irgendwie noch mal was fertig machen, haut irgendwas raus und denkt sich, ach, wird vielleicht noch was nachher draus geben oder keine Ahnung, vielleicht ist es einfach nur so ein Schuss, der einfach nichts, zu nichts führen wird, aber auch nicht wehtun wird. Und so ein Ding war die Geschichte mit ACTA. Wir hatten von der Europäischen Kommission eine Transparenzpressemitteilung bekommen. Also ein Dokument, auf dem die Europäische Kommission sehr, sehr umfangreich dargelegt hat, dass sie zu jedem Zeitpunkt die Öffentlichkeit über alle Aspekte von ACTA informiert hatten, dass sie Workshops hatte und dass sie Zwischenentwürfe veröffentlicht hat. Und darunter war auch eine Liste der Teilnehmer an den Verhandlungsrunden und auch neben der Europäischen Kommission auch eine Erwähnung, wenn halt aus den EU-Mitgliedstaaten Teilnehmer aus den Ministerien dabei waren. Und an 10 der 11 Verhandlungsrunden stand halt auch mal Germany dabei. Dann denkt man, okay, Germany, das ist ja recht viel, was kann das sein? Und
ich habe dann via fragtdenstaat.de einfach an 3 Ministerien gefragt, ans Kanzleramt, an das BMJ, an das Justizministerium und ans Auswärtige Amt gefragt, sagen Sie mal, wer war denn eigentlich aus welcher Abteilung von der Bundesregierung an den ACTA-Verhandlungen erstens, kann die ganzen Länder nachlesen, dabei, eine schöne Auflistung, und dann geschah erstmal einen Monat lang nichts. Nichts Inhaltliches. Das BMJ meldete sich zurück mit der Auskunft, meine letzte Frage, die sei keine einfache Frage im Sinne des Informationsfreiheitsgesetzes. Da könnten bei der Beantwortung Kosten bis zu 500 Euro entstehen. Ob ich denn ein preisliches Limit setzen wollte? Ich habe ein preisliches Limit von, ich glaube, 20 Euro gesetzt und gesagt, ich, aus Gründen der Einfachheit ziehe ich die letzte Frage zurück und ich will einfach nur wissen, wer hat an den ACTA-Verhandlungen teilgenommen. Dann geschah wieder lange nichts. Dann kam vom Bundeskanzleramt eine Zustellungsurkunde oder ein zustellungsbeurkundetes Einschreiben, wo sie sagt, nö, haben wir keine Informationen dazu. Vom BMJ kam dann ein Bescheid, der letztendlich sagte, wir können Ihnen mitteilen, aus welchen Ministerien Leute dabei waren. Im Übrigen können wir Ihnen nicht sagen, wer dabei war, weil dies die öffentliche Sicherheit gefährdet. Von allen Argumenten, die ich antizipiert hatte, war die öffentliche Sicherheit nicht dabei an Gründen. Und fragt den Staat hat diesen schönen Punkt, man kann halt eben sowohl die Antworten als auch halt eben die Zwischenbescheide als auch den ganzen Prozess eintragen. Und ich habe dann einfach auf fragt den Staat die Antwort eingetragen und halt auch so einen kurzen Wisch abgeschickt an den Bundesdatenschutzbeauftragten mit der Bitte, sich dieses Problem mal anzuschauen. Dann kam Markus ins Spiel, hat auf netzpolitik.org diese wunderbare Steilvorlage mit der öffentlichen Sicherheit aufgenommen und hat am Ende des Blogpostings geschrieben, wenn 30 Euro Spenden zusammenkommen, dann legen wir Widerspruch ein. Widerspruch nach den Kostenstrukturen des IFG, wenn er halt abgewiesen wird, sind 30 Euro Minimum. Okay, wenn 500 Euro kommen, dann stellen wir weitere Fragen, das ist ja dieses Kostenlimit. Und wenn 1000 Euro kommen, dann reichen Widerspruch ein. 24, 48 Stunden später waren, glaube ich, 6.000, 7.000 Euro an Spenden da. Zuerst vielen Dank. Also irgendjemand wollte wohl, dass wir an dieser Sache dranbleiben. Und so ging dann am nächsten Woche mein Gang zu einer Rechtsanwaltskammer, Kanzlei, die sich damit auskennt. Und ich habe jetzt hier in den Händen und für euch online ein Schreiben, das beginnt diesen absolut sexy Titel, Schindler versus Bundesrepublik Deutschland. Alleine der Titel war den Aufwand wert. Nein, wirklich, das ist großartig. Man, also auf dem Verwaltungsweg diesen Staat anzugehen, ist sozusagen mir noch nie in den Sinn gekommen vorher, aber es macht Spaß und es ist sinnvoll und ich kann es jedem anraten. Ernsthaft, das Ding ist ein Widerspruch gegen einen Bescheid auf der Grundlage des Informationsfreiheitsgesetzes. Das heißt, zuerst ist jetzt das Bundesjustizministerium damit beauftragt, zu überprüfen, ob das Bundesjustizministerium richtig gehandelt hat. Wir haben nicht allzu hohe Erwartungen daran. Andererseits ist es ja dennoch mal gut geeignet, die Sache zur Sprache zu bringen. Insofern haben die Anwälte von JBB sehr, sehr gute Arbeit geleistet und haben in vielen Seiten ausgeführt, warum diese Begründung nun wirklich doch ein bisschen zu viel des Guten ist, warum sowohl auf der juristischen als auch auf der faktischen Ebene keine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und öffentlichen Ordnung besteht und warum das BMJ gefälligst die Daten rauszugeben hat. Das BMJ kann jetzt mehrere Sachen machen. Sie können diesen Widerspruch ablehnen, dann geht es vor ein Verwaltungsgericht. Die inzwischen, was macht das, sagt das zu Markus, 7.000, 8.000, 9.000, also diese große Summe an Geld, ist gut aufgehoben, wenn es zu einem Verwaltungsgerichtsverfahren kommt. Andererseits, Option 2, das BMJ kann einfach jetzt
sagen, okay, haben uns geirrt, sorry, haben uns in der Zeile vertan, irgendwie, habt ihr doch einen Anspruch, hier sind die Auskünfte. Variante 3, und das wäre eigentlich die Variante, die mir am besten gefallen würde, das BMJ kann sagen, unabhängig davon, ob wir jetzt nach dem Informationsfreiheitsgesetz verpflichtet sind, die Daten rauszugeben oder nicht, ist es ja auch im Interesse des Ministeriums, Transparenz herzustellen. Denn, und das haben wir ja auch in dem Bescheid gesagt, das Internet ist ja voller Polemiken und unsachliche Diskussionen zum ACTA-Verhandlungsverfahren. Und der beste Weg, um gegen diese Polemiken und diese Unsachlichkeit vorzugehen, diese Hysterie, ist ja, mit Fakten entgegenzutreten. Und wir legen einfach mal alles offen, was wir zum Thema ACTA bei uns haben, streichen ein paar Namen raus, die absolut irrelevant sind, aber so die ganzen Prozesse und die ganzen Verhandlungsschritte, wäre mal ein guter Start. Können Sie Ihre Rechtsposition behalten, ist mir gleich. Meine Bitte an euch ist, schaut euch doch mal fragtdenstaat.de an. Das ist ein wunderbares Portal, um Menschen zu aktivieren, Dinge in Erfahrung zu bringen, zu denen sie eigentlich einen Anspruch haben, sie zu wissen und die eigentlich schon längst von sich aus hätten veröffentlicht werden sollen. Man kann durchaus spannende, wichtige, lehrreiche Informationen haben. Wenn ihr wirklich mithelfen wollt, helft, fragtdenstaat.de zu portieren auf die Bundesländer, von denen eine zunehmende Anzahl von Bundesländern inzwischen auch eigene Landesinformationsfreiheitsgesetze haben. Ihr könnt an den Betreiber von Frag den Staat spenden, ihr könnt eure Zeit, euer Coding-Wissen spenden und ihr könnt natürlich, wenn ihr in einem Land lebt, das noch kein Informationsfreiheitsgesetz habt, dafür sorgen, dass hier eins eingeführt wird. Es sind ja durchaus hier und da Wahlen und man kann ja durchaus auch mal den Parteien nahelegen, dass sie, wenn sie ein EFG haben, das EFG verbessern, wenn sie noch kein EFG haben, eins einführen. Es gibt durchaus im Netz eine ganze Reihe von Aktivitäten, die man machen kann, über ACTA hinaus. Dass jetzt eben gerade ACTA war, dass das hochgespült hat, okay, mag ja sein. Nur was am Ende auch in diesem Verfahren rauskommen kann, wäre zum Beispiel auch der Fingerklopfen, der inzwischen 15. Fingerklopfen auf das BMJ, zu sagen, kommt nicht mit dummen Ausreden. Es gibt inzwischen, glaube ich, eine richtig große Sammlung von Urteilen, wo das Justizministerium erst sehr, sehr nachhaltig von einem Verwaltungsgericht darauf informiert werden musste, dass halt bestimmte Begründungen nicht funktionieren. Und wenn es der ACTA-Geschichte bedarf, mag ja sein, aber natürlich gibt es noch eine ganze Reihe von weiteren Dingen, über die man reden sollte. Zum Beispiel fragt den Staat, könnte mal in Richtung dritter Korb und alles, was an Grundlagen davon existiert, eingesetzt werden. Und dritter Korb, Urheberrecht, könnte eine Überleitung sein zu dem, was jetzt, glaube ich, kommen wird. Markus, du kennst die Choreografie. Und ich stehe zu Fragen zur Verfügung und danke für euer Geld. Also, und so. Ja, ich bin ja ganz glücklich, dass als ich Blogposting schrieb und sagte, wir sammeln Geld und wir sind auch gemeinnützig als Verein, dass wir überschüssiges Geld für diese zweckgebundenen Spenden in unserer Arbeit gegen ACTA verwenden, weil wenn nämlich Matthias Erfolg hat, dann muss die Bundesregierung die ganzen Kosten tragen und wir haben eine kleine Kriegskasse, um mehr Aktionen gegen ACTA durchzuziehen. Darauf hoffen wir natürlich. Hätte ich nämlich diesen Zusatz nicht dazu geschrieben und Matthias hätte Erfolg, hätten wir den ganzen bürokratischen Stress, das Geld irgendwie zurück zu den Spendern zu schicken, weil zweckgebunden. Also muss ich mir merken, beim nächsten Mal immer so einen Zusatz dazu schreiben. Jetzt kommen wir zum anderen Thema. Philipp Otto von iRights und Eagle, der Initiative gegen ein Leistungsschutzrecht, wo wir auch Unterstützer von sind, erzählt, ja, wo eben dieses Leistungsschutzrecht herkommt, wo es hingeht, warum wir auch zukünftig kostenlos noch Webseiten ausdrucken dürfen mit Genehmigung unserer Bundesregierung. Und ja, vielen Dank fürs Kommen. Schönen guten Abend. Danke, Markus, für die Einladung. Das Leistungsschutzrecht für Presseverlage ist das erste Mal 2009 aufgekommen und in den letzten Wochen und Monaten ist es verstärkt wieder durchs Netz geschwappt. Ich erzähle mal kurz so ein bisschen zur Geschichte dieses Leistungsschutzrechts und was damit bezweckt wurde. Es war 2009, die neue Bundesregierung wurde konstituiert und urplötzlich stand im Koalitionsvertrag drin, dass ein sogenanntes Leistungsschutzrecht für Presseverlage eingeführt werden sollte. Dieses Leistungsschutzrecht
sollte einfach eingeführt werden, ohne dass irgendjemand wusste, was das bedeutet. Auch Rückfragen damals an die Bundesregierung blieben erfolglos. Niemand wusste, was das bedeutet. Die Presseverlage haben immer gesagt, ja, wir wollen ein Recht haben, damit unsere Leistung geschützt wird, damit wir im Internet auch Geld verdienen können, beziehungsweise mehr Geld verdienen können, dass eine Schutzlücke geschlossen wird. Die Bundesregierung hat dann lange weiter nichts gesagt. Die Presseverlage haben auch nichts gesagt. Sie haben teilweise wöchentlich ihre Argumentation geändert, was denn in diesem Leistungsschutzrecht drinstehen soll. Nach ungefähr 6 Monaten war uns das zu viel und wir haben Post, die wir bekommen haben bei iRights Info, das war der Verhandlungsstand der Presseverlage BDZV und VDZ, der großen Lobbyorganisationen, mit den Gewerkschaften. Diesen Verhandlungsstand haben wir veröffentlicht. Der wurde uns eingeschickt und wir haben gesagt, das geht jetzt nicht mehr, das muss jetzt öffentlich werden. Wir brauchen hier eine öffentliche Diskussion drumherum. In der Folgezeit hat das für ordentlich Unruhe gesorgt. Es wurde aber weiterhin nicht klar, was das bedeuten soll. Inzwischen ist ein weiteres Jahr vergangen. Es wurde immer wieder seitens der Bundesregierung und aus dem Justizministerium gesagt, ja, wir brauchen dieses Leistungsschutzrecht. Es soll Teil des sogenannten dritten Korbes zur Reformierung des Urheberrechts sein. Und dort kommt das rein. Das hat die Koalition so beschlossen. Das steht im Koalitionsvertrag drin. Da gibt es kein Wenn und Aber. Das ist so. Inzwischen warten wir alle seit Monaten und Jahren bald auf diesen dritten Korb. Der dritte Korb bleibt verschwunden. Niemand weiß, wo er ist und möglicherweise wird er auch in diesem Jahr und in dieser Legislatur nicht mehr kommen. Das ist komplett unklar, um jetzt auf den heutigen Stand zu springen. Es ist komplett unklar, weil es in der Bundesregierung, im Bundestag und seitens vieler gesellschaftlicher Kräfte, sowohl im Bereich des Netzes, die sogenannte Netzgemeinde, wie auch große Industrieorganisationen wie der BDI oder der ICO sich vehement dagegen aussprechen und das nicht haben wollen. Jetzt ist die große Frage, was passiert jetzt? Aktuell gibt es verschiedene Entwürfe, nennen wir sie mal so, die kursieren oder auch nicht kursieren, wo verschiedene Möglichkeiten drinsteht, wie dieses Leistungsschutzrecht aussehen soll. Und jetzt komme ich so ein bisschen zum Inhalt. Die Presseverlage stellen sich vor, dass mit diesem Leistungsschutzrecht kleinste Inhalte geschützt werden, die im Netz auf ihre Angebote hinweisen. Das heißt, das ist ein Angriff in erster Linie auf Google News. Da kann man sich das am besten vorstellen, die sogenannten Snippets. Das betrifft die Überschriften und die ersten 1,5 Sätze. Das soll im Prinzip eine Vergütungspflicht unterfallen. Diese Vergütungspflicht sollen diejenigen bezahlen, die gewerblich nutzen. Gewerblich nutzen heißt an dem Punkt, alle, die im Rahmen der Ausübung ihrer Tätigkeit diese Verweise im Internet bringen und somit mittelfristig dadurch Gewinn für sich selber erwirtschaften. Wer das alles ist, ist folglich komplett unklar. Wir können das heute nicht sagen, das können die Presseverlage nicht sagen, das kann auch die Bundesregierung nicht sagen, was darunter fallen soll. Mit diesem Entwurf, der da kommen soll, gibt es größte definitorische Probleme, aber auch grundsätzliche rechtliche Probleme, die da mitkommen. Wir haben zum Beispiel das Problem, dass komplett unklar ist, was denn bitte gewerblich sein soll. Diese Unterscheidung mit gewerblich existiert im deutschen Urheberrecht nicht. Dort geht es immer um die öffentliche Zugänglichmachung. Das ist sozusagen der Punkt, wo sich die Geister scheiden. Wenn man jetzt sagt, was ist gewerblich, müsste diese Definition neu eingeführt werden. Und nach einem Auftritt von Max Stadler, der ist Staatssekretär im Justizministerium, in einer nicht öffentlichen Sitzung im Unterausschuss Neue Medien vergangene Woche, da hat er die Differenzierung gemacht. Naja, die Blogger, die beispielsweise mit ihrem Blog auch ihren Lebensunterhalt verdienen, indem sie Werbung für sich machen, und das wäre beispielsweise bei Netzpolitik so, die fallen unter diese Gewerblichkeit, private Blogs fallen nicht drunter.
Das ist komplett unklar, weil auch völlig unklar ist, weil was das bedeutet, wenn man zum Beispiel einen Flatter-Button drauf hat. Bedeutet ein Flatter-Button eine Gewerblichkeit? Ja oder nein? Ist ungeklärt. Darüber hinaus gibt es sehr, sehr viele Punkte, die in diesen Abgrenzungsfragen unklar sind, wer sozusagen davon betroffen ist und wer nicht. Wenn man jetzt die Gesamtgemengelage anschaut, also es gibt noch ungefähr 10 weitere Punkte, wo man sagen kann, dieses Leistungsschutzrecht ist völliger Quatsch, weil es zum Beispiel die Informations- und Kommunikationsfreiheit behindert, wenn Links im Prinzip oder faktisch Links kostenpflichtig werden, dann können Leute nicht mehr das Internet nicht mehr so nutzen, wie sie es bisher getan haben. Und das betrifft an dem Punkt auch im Prinzip alle Anbieter. Das betrifft dann nicht nur Google News, sondern das betrifft auch Facebook beispielsweise, weil das Unternehmen Facebook dann für alle Links, die irgendwelche Nutzer da eintragen, mit in die sogenannte Störerhaftung kommt. Das betrifft alle Foren, das betrifft alle Kommentarfunktionen im Internet, unabhängig davon, ob da jetzt durch den einzelnen Nutzer eine Gewerblichkeit vorliegt oder nicht. Die Unternehmen kommen dann alle in die Mitstörerhaftung rein. So ist das zu vermuten. Es ist unklar, ob das so sein wird, aber nach dem, was bisher bekannt ist, wird das so sein. Wir haben jetzt sehr viele große Probleme, die wir hier adressiert haben, auch an die Politik adressiert haben. Wir führen sehr viele Gespräche, insbesondere auch mit den Abgeordneten der Regierungskoalition. Hier ist jetzt letzte Woche, weil diesen Abgeordneten auch klar ist, dass das ein ziemlicher Unfug ist, was sie da in ihrem Koalitionsvertrag drinstehen haben und jetzt irgendwie versuchen, aus diesem Dilemma rauszukommen, hat Manuel Höferlin von der FDP in der vergangenen Woche jetzt in seinem Blog einen neuen Vorschlag aufgebracht. Ja, man könnte ja zum Beispiel sagen, es ist nur ein Unterlassungsanspruch, weil die Presseverlage ja auch immer behaupten, ja, wir können die massenhaften Urheberrechtsverletzungen, die andere mit unseren Texten im Internet begehen, können wir nicht richtig unterbinden, weil wir nur über abgetretene Rechte durch unsere Autoren verfügen. Deswegen brauchen wir ein eigenes Recht zur Rechtsverfolgung. So ein Unterlassungsanspruch ist sehr, sehr kompliziert, weil so ein Unterlassungsanspruch braucht auch ein Recht, das als Grundlage dafür da ist, um überhaupt Unterlassung beantragen zu können. Heißt, auch da muss man ein sogenanntes Leistungsschutzrecht einführen, mit allen seinen Problemen in der Abgrenzung, beispielsweise an diesem Fall der Gewerblichkeit, den ich geschildert habe. Diese Idee halten wir für sehr, sehr schlecht und auch wenn die aktuell in der FDP diskutiert wird, glaube ich nicht, dass die sich durchsetzen wird, weil auch die ganzen offenen rechtlichen Fragen, die da mitkommen, ungeklärt sind und hier weiter Klärungsbedarf besteht. Wir werden auch oft gefragt, ja helft uns doch aus diesem Dilemma rauszukommen oder helft uns doch hier was zu formulieren, wie man den Verlagen was geben kann, was ihnen hilft, dass wir hier das von der Platte kriegen. Und das Einzige, was möglicherweise eine Idee wäre im Urheberrecht zu sagen, okay, es gibt eine Vermutungsregel, dass die Presseverlage über die Rechte verfügen, die ihnen die Autoren abgetreten haben, entweder durch ein Anstellungsverhältnis oder durch Total-Buyout-Verträge, die sie unterschrieben haben zuvor, wo die Verlage über alle Rechte verfügen, auch die Rechtsverfolgung, dass man sagt, okay, die Verlage haben eine Vermutungsregel und müssen die Rechte im Einzelnen nicht nachweisen. Das scheint allen Seiten zu wenig zu sein. Niemand will sich darauf einlassen, wäre aber im Prinzip der Ausweg aus diesem Problem. Wie das jetzt weitergeht, ist komplett offen. Also ob sozusagen das Leistungsschutzrecht im Gesetz stehen wird oder nicht, kann man aktuell nicht sagen. Das weiß nicht mal die Regierung zurzeit. Es gibt unterschiedlichste Bestrebungen. Die einen sagen, na klar, es kommt, und rasten dabei aus. Die anderen sagen, das können wir nicht machen und sind auch nicht minder zimperlich. Es gibt sozusagen zwei Blöcke, die da gerade gegeneinander stehen. Und meine persönliche Position ist da auch, dass ich sehr stark hoffe, dass dieses Recht niemals eingeführt wird, denn man braucht es schlichtweg nicht. Wie gerade geschildert, haben die Verlage zumindest abgetreten, die Rechte, um alles zu tun und lassen zu können, was sie wollen.
Es gibt zudem auch überhaupt keinen Grund, warum man den Verlagen eine faktische Subvention im Gesetz nochmal geben sollte, wo man gesetzlich festschreibt, okay, da gibt es gewerbliche Anbieter, die müssen jetzt bezahlen, um eure Leistungen zu würdigen. Das ist die Grundfrage von Marktwirtschaft und wie will man sozusagen, wie stark will man, dass der Staat eingreift oder nicht. In dem Punkt muss man sagen, es kann überhaupt nicht sein, dass der Staat hier eingreift, weil die Presseverlage sind an dem Punkt selber für sich verantwortlich, da sie das auch sonst immer für sich in Anspruch nehmen. Und wie wir alle wissen, die Jahresbilanzen von Axel Springer und Axel Springer ist der Hauptantreiber in diesem Lobbykampf. Die Jahresbilanzen sind sehr, sehr positiv. Und stärkstes Wachstumssegment bei Springer ist der Online-Markt. Und dann da noch zu sagen, okay, wir verlieren oder wir können nicht mithalten, wir können innovative Angebote nicht schaffen, das ist ein Witz an sich. Und wenn man nochmal diese grundsätzliche Überlegung macht, der Gedanke, der im Prinzip dahinter steht, der zu so vielen Kollateralschäden führt, der Gedanke ist, okay, da ist jetzt ein Player gekommen wie Google. Google verdient wahnsinnig viel Geld im Internet, wir wollen da auch was davon abhaben. Die Verlage begründen das so, ja, Google News ist ein wesentlicher Bestandteil von Google und deswegen wollen wir an diesem Gewinn beteiligt werden, weil Google News oder Google in dem Fall von uns profitiert. Und diesen Gedanken sollte man möglicherweise komplett umdrehen, weil nicht Google profitiert von den Verlagen, sondern wenn man das Angebot Google News sich anschaut, sondern die Verlage profitieren an dem Punkt von Google, weil Google sie auf ihre Seiten bringt und die Wertsteigerung bzw. die Geschäftsmodelle auf diesen Seiten, auf diesen Unterseiten von den vielen Regionalzeitungen kann man dann dort erst verwirklichen. Also das ist, wer würde von uns freiwillig die Osnabrücker Zeitung anklicken? Niemand, wenn nicht bei Google News irgendwie ein super Aufreißer stehen würde und die Osnabrücker Zeitung zufällig ganz oben stehen würde. Und dieser grundsätzliche Gedanke, ich glaube, der wird komplett verkannt, auch auf Verlagsseite, oder er soll offensichtlich verkannt werden, damit dieses Argument nicht kommt. Mario Sixtus hat mal im vergangenen Jahr diesen treffenden Vergleich gemacht, das wäre so, als wenn die Taxifahrer von den Restaurantbesitzern noch Geld verlangen, dass sie ihnen die Kunden bringen. Und nochmal? Genau, aber sozusagen, also ich sehe da einen grundsätzlichen Widerspruch da drin. Also das ist die Frage, wer bringt mir die Kunden und wer muss für was bezahlen? Und wenn man sozusagen ergänzend dazu noch sagt, okay, es bezieht sich auf das Angebot von Google News, dann ist klar, Google News an sich macht Verlust. Aber natürlich ist es auch so, durch ein erfolgreiches Angebot wie Google News profitiert die Marke Google und die Firma Google. Also das ist, soll man auch überhaupt nicht verheimlichen. Die Frage ist nur, ist das der richtige Ansatzpunkt? Und ist das an dem Punkt vor allem auch der richtige Ansatzpunkt, wenn man diese ganzen Auswirkungen hat, wo man Grundsätze des Internets, wie wir uns im Internet bewegen, wie wir auf Artikel verweisen, von Zeitungen verweisen, wie wir bei Google Plus oder bei Facebook oder in anderen sozialen Netzwerken Hinweise auf Inhalte geben, wenn diese grundsätzliche Art und Weise, wie wir uns da bewegen, beschränkt wird, ist das, glaube ich, ein Kollateralschaden, der nicht zu tolerieren ist. Und ich glaube, da ist es auch wichtig, sehr, sehr viel Öffentlichkeit zu schaffen, auch gerade hier bei der digitalen Gesellschaft, noch Netzpolitik.org und auch bei ganz vielen anderen Playern. Da gibt es jetzt noch sehr, sehr viel dazu zu sagen. Ich halte mal an dem Punkt an. Wenn es da sofort Fragen dazu gibt, würde ich die auch beantworten. Ansonsten bin ich hier auch nachher noch kurz da. Deswegen die Frage in die Runde. Gibt es direkte Fragen? Bitte. Ja, dann nehme ich das mal an Jens weg, genau. Frage, Leistungsschutzrecht sollen Textsnippets schützen?
wäre es rein theoretisch möglich, man würde einen Server aufsetzen, wo bereits schon alle möglichen Textsnippets veröffentlicht werden, dass sie sozusagen vorweg geschützt sind. Ja, ich habe eine Datenbank mit unendlich vielen Textschnipseln, so ein Infinite Monkey Project. Und ab dann ist sozusagen nichts mehr schützbar, weil ja bereits dieses Projekt das schon veröffentlicht hat, dieser Artikel. So mal als Idee. Ist das, macht das juristisch Sinn? Das ist natürlich jetzt eine sehr komplizierte Frage, weil man sich das genau anschauen müsste. Und man müsste zum Beispiel als erstes auch klären, wer ist denn jetzt hier der Schutzberechtigte? Ne? Wer ist denn hier der Presseverleger, was im Übrigen auch völlig unklar ist, wer Presseverleger sein soll? Ist das ein Angebot, das darunter fällt, wo so ein Schutz angewendet werden kann? Und dann muss man nach kollidierenden Rechten schauen. Aber das ist sehr kompliziert, das jetzt sofort zu beantworten. Also es gibt sozusagen, wenn es das Recht gibt, gibt es immer einen Berechtigten. Immer derjenige, der eine besondere Leistung zusätzlich bringt, aber was diese besondere Leistung sein soll, vergleichbar beim Film, da hat man auch ein Leistungsschutzrecht und beim Film ist das im Prinzip die Gesamtproduktion des Films, weil der oftmals Millionen kostet und derjenige, der den Film produziert, soll davor geschützt werden, dass er seine Investitionen nicht reinbekommt. Das ist so ein vergleichbarer Fall und da müsste man in dem Fall eben auch genau schauen, wo diese Leistung ist und ob da überhaupt eine Schutzlücke besteht. Und Jens hat noch eine kurze Frage. Ich bin nur Mikroballer. Danke. Aber sind ja alle noch da und gleich bei Club Mater oder Bier können Fragen und Guerillataktiken noch abgesprochen werden. Aber Henning hat noch eine Frage für die große Runde. Ja, ich habe eigentlich eine Frage sozusagen an euch beide. Erstmal finde ich gut, was er bei Eagle macht. Erstmal ein Lob dafür. Die Frage ist, wie kann man eigentlich, und das ist ja so ein bisschen komisch, also wir haben ja gesehen, bei ACTA kriegen wir eine sehr große Mobilisierung eigentlich auch hin. Bei einer sehr komplexen Thematik. Leistungsschutzrecht natürlich auch erstmal irgendwie komplex, aber trotzdem irgendwie greifbarer. Und wenn ich mir sehe, wie schwierig es eigentlich auch war, beim zum Beispiel Jugendmensch- und Staatsvertrag Mobilisierung hinzubekommen, jetzt auch beim Leistungsschutzrecht, wie schafft man eigentlich, sag ich mal, den Schwung irgendwie von ACTA mitzunehmen und dann gerade bei so einem Thema, was eigentlich sehr konkret ist, Leistungsschutzrecht, zwar die Ausgestaltung ist noch nicht konkret, aber wir können uns ungefähr vorstellen, was passieren kann. Snippets, Facebook, du hast es gerade alles angesprochen. Also wie kriegen wir auch mehr Mobilisierung bei so einem Thema hin? Also du hast gerade die Antwort schon geliefert. Wir müssen darauf warten, was konkret an Vorschlägen aus dem BMJ, aus dem Bundesjustizministerium kommt. Erst dann kann man halt diese hochkomplexe Materie aus könnte eventuell und das führt dann eventuell dazu, irgendwie konkret abbilden und sagen, das betrifft dich so. Wir brauchen was Schriftliches an dem Punkt und dann können wir sagen, was das für Folgen hat. Alles andere ist auch unseriös. Also das sollte man nicht tun. Wir können beschreiben, sozusagen, was wir befürchten, aber wir können das nicht genau punktuieren, weil wir eben noch nicht genau wissen, was da am Ende rauskommt. Und wenn wir diesen Gesetzesvorschlag haben, dann kann man den angreifen. Und ich glaube, da kann man auch sehr viel Schwung tatsächlich mitnehmen. Also wir freuen uns schon drauf. Ja, ich auch. Danke an Philipp. Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, wir sind wahrscheinlich die einzige Veranstaltung in ganz Berlin, wo Jens Best keine Co-Referate hält, sondern das Mikrofon an andere weitergibt als Mikrofonträger. Vielen Dank dafür. Wo wir auch schon mal zwischendurch Danke sagen. Danke an die Seabase, danke an Seven, der mutig und heldenhaft hinter dem Mischpult steht und den Livestream nach draußen schickt. Später wird er vielleicht noch mal ein paar Zahlen geben. Ich weiß auch noch nicht, wie viele mitgucken, aber es funktioniert alles prima. Danke dafür. Als nächstes kommt André Meister vom Digitale Gesellschafts e.V. und Netzpolitik.org und erzählt was zur Vorratsdatenspeicherung, also den aktuellen Stand, was könnte, sollte, müsste passieren in nächster Zeit. Danke. Hallo, ich habe beim ersten DigiGuess-Abend schon mal was zur Vorratsdatenspeicherung gemacht. Naja, ist ja auch nicht gerade ein neues Thema. Das wird seit 10 Jahren auf EU-Ebene diskutiert. Seit 6 Jahren haben wir diese komische Richtlinie, die Mitgliedstaaten verpflichtet, eine Vorratsdatenspeicherung einzuführen. Man könnte über die ganzen anderen EU-Staaten viele Sachen sagen. Ich will mich auf Deutschland konzentrieren, möchte aber vorweg noch kurz auf die Österreicher aufmerksam machen. Habt ihr bestimmt mitbekommen, die haben seit 1. April
gestern, vorgestern, eine Vorratsdatenspeicherung, klagen dagegen, sind zehntausende Leute, was war die Zahl in der Petition heute, 90.000. UK will eine mega Vorratsdatenspeicherung, die über alles in der Richtlinie und bisherigen nationalen Gesetzen hinausgeht, wo auch besuchte Webseiten mitgespeichert werden, was konträr zu Popular Belief in Deutschland niemals der Fall war, glücklicherweise. Die wollen das mit Live-Zugriff der Behörden. Grauenhaft. Heute ist eine Petition gestartet, die jetzt schon knapp 60.000 Unterschriften hat. Und sowohl in UK als auch Österreich muss man nicht Bürger sein, um diese Online-Petitionen mit zu unterschreiben. Vielleicht findet das ja der ein oder andere interessant und möchte da mitmachen. Zu Polen kam heute noch eine Zahl rein, die haben auch eine Vorratsdatenspeicherung. Die haben letztes Jahr, im Jahr 2011, 1,8 Millionen Abfragen ihrer Daten gestartet. Polen hat 38 Millionen Einwohner. Das sind knapp 5% aller Bürger, die da statistisch gesehen von einer Vorratsdatenspeicherungsabfrage betroffen wären, was mal wieder unser Argument untermauert. Wenn das einmal da ist, dann wird das auch genutzt. Und jetzt möchte ich ein kleines Update zu Deutschland geben. Wir haben jetzt im März 2010 das Umsetzungsgesetz glücklicherweise gekippt. Seitdem fordern vor allem die Union, aber auch andere, auch die Sozen, zumindest Teile von denen, immer mal wieder die Vorratsdatenspeicherung. Das sei ganz wichtig. Nachdem irgendwie Justizministerin Sabine Leutheisser-Schnarrenberger eine Weile das aussitzen konnte, hat sie dann irgendwann mal ein Eckpunktepapier vorgelegt, in dem ihr Vorschlag für einen Quick Freeze drin ist. Was mal nebenbei gemerkt, diese ganze, jetzt ist die Vorratsdatenspeicherung wieder in die Debatte gekommen, weil die EU eine Strafzahlung angedroht hat. Diese Strafzahlung würde überhaupt nicht angegangen mit dem Punkt, mit dem Entwurf der Frau Justizministerin, müssen immer noch Strafzahlungen zahlen. Wie auch immer, sie hat den letzten Jahr im Juni als Gesetzentwurf vorgelegt. Die Union hat gemeint, was ist das denn, Quick Freeze? Darüber reden wir gar nicht erst, das nehmen wir gar nicht mal als Diskussionsgrundlage. Machen wir mal ordentlich. SLS konnte das bis jetzt weiterhin aussitzen. Nachdem jetzt die Strafzahlungen aber angedroht wurden, kam Angie ins Spiel, hat mal ein Machtwort gesprochen und hat gesagt, los Schnarre, jetzt müssen wir aber mal, sonst wird es teuer. Und in der Tat hat jetzt die Union den sogenannten Quick-Freeze-Vorschlag von der Frau Justizministerin als Diskussionsgrundlage akzeptiert. Die hat das in Ressortabstimmung gegeben, das heißt, das geht jetzt zwischen Wirtschaftsministerium, Justizministerium, also Justizministerium hat es rausgeschickt, Wirtschaftsministerium, Innenministerium und andere können jetzt Feedback schicken. Da ist eine Deadline in 2 Wochen am 16. April. Bis das Feedback von den anderen Ministerien zurück zum BMJ kommt. Es steht zu befürchten, dass die alle eine Einigung wollen, auch wenn glücklicherweise BMI und BMJ noch was Grundverschiedenes wollen. Ja, es könnte sein, dass die jetzt irgendwo sich in der Mitte einigen, zumindest ist das unsere Befürchtung. Ein was Gutes, was wir bisher noch haben, ist, dass Wahlkampf in NRW und Schleswig-Holstein ansteht und die FDP ja nicht gerade aus ihrem Umfrageloch kommen würde, wage ich mal zu prognostizieren, wenn sie jetzt auch noch beim Thema Bürgerrechte umkippen. Aber Markus hat es in der Einführung schon angekündigt, was passiert nach Mai, was passiert nächsten Monat, noch vor der Sommerpause und danach. Also ich habe so ein bisschen noch die Hoffnung, dass Sabine Leutheisser-Schnarrenberger, die ja in dem Thema Bürgerrechte schon eine Geschichte hat, es schafft, noch eine Weile durchzuhalten, weil, sind wir mal ehrlich, bis noch ein Jahr und dann ist Wahlkampf und dann ist das eh wieder durch, dann kriegen die das nicht mehr gebacken. Jetzt ist der Druck nur von Union, von Terroranschlag in Frankreich und Strafzahlungen in EU so groß und die Union hat die Diskussionsgrundlage akzeptiert, dass es wirklich sein könnte, dass wie auch immer ein Kompromiss aussieht, das auf dem Kabinettstisch landen könnte. Meine persönliche Einschätzung ist, wenn das einmal auf dem Kabinettstisch ist, ist es zu spät, weil, und auch das habe ich in letzter Zeit erfahren, die FDP-Fraktion ist nicht mehr komplett geschlossen gegen jegliche Formen der Vorratsdatenspeicherung. Auch da werden einige nervös, denken an die Zukunft ihrer Partei, ihrer Fraktion im Bundestag, an ihre persönliche Zukunft. Es ist nicht mehr ausgeschlossen, dass die Partei nächstes Jahr nicht mehr im Bundestag sitzt, beziehungsweise nach der nächsten Wahl. Und manche, auch wichtige Leute, denken wohl, es wäre ja eine Nichteinigung in diesem Thema, würde ihre, wie auch immer, Politik-Regierungsfähigkeit
unterlaufen und die halten das wohl politisch für opportun, eher eine Einigung zu erzielen, denn als andersrum standhaft zu bleiben und da irgendwie auch das Thema Bürgerrechte noch so ein bisschen zu besetzen. Also da ist Druck nötig in nächster Zeit. Es könnte sein, dass wir irgendwie in den nächsten Wochen überrascht werden und auf einmal so ein Kompromissvorschlag auf dem Tisch liegt. Wenn es einmal so weit ist, wollen wir es gar nicht erst so weit kommen lassen. Eine Idee ist noch dazu, denn mal ganz abgesehen von der nächsten Bundesregierung, auch meine ganz persönliche Einschätzung ist, die nächste Bundesregierung, egal welche Farben die hat, wird einen noch viel schlimmeren Vorratsdatenspeicherungsvorschlag machen und den höchstwahrscheinlich leider auch umsetzen können. Bleibt, dass wir das Übel an der Wurzel packen und die Richtlinie auf EU-Ebene angehen. Ein Argument auch von FDP zu Recht war und ist, dass die Richtlinie derzeit überarbeitet wird, auch seit einer Weile, und dass es eigentlich keinen Sinn macht, jetzt das deutsche Umsetzungsgesetz zu machen, solange nicht feststeht, was denn jetzt überhaupt aus der Richtlinie auf EU-Ebene wird. Um uns in diese Debatte einzumischen, weil es leider derzeit auch nicht danach aussieht, als ob die Richtlinie komplett abgeschafft würde oder eine Vorratsdatenspeicherung optional machen würde, gibt es die Idee einer europäischen Bürgerinitiative, die auch seit 1. April, seit 3 Tagen möglich ist. Ein Initiativbegehren der europäischen Bürgerinnen und Bürger. Man muss jede Menge, 1 Million Unterschriften sammeln und kann dann die Kommission bitten, einen Gesetzentwurf oder einen Richtlinienentwurf zu starten. Weniger dass die direkten Auswirkungen sind für uns wichtig als der demokratische Rückhalt, die mediale Aufmerksamkeit und die Versinnbildlichung, dass wirklich viele Menschen in Europa eine Vorratsdatenspeicherung ablehnen. Es gibt so im Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung und anderen Leuten, die sich gegen die Vorratsdatenspeicherung engagieren, die Idee, ja, wir wollen auf europäischer Ebene eine europäische Bürgerinitiative gegen die Vorratsdatenspeicherung starten. Das ist alles noch nicht in Stein gemeißelt, auch wenn da manche, auch leider Parteifarben, ein bisschen vorbrechen, wollen wir alle Leute zusammenbringen, die das interessiert, unter anderem im Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung und so weiter und so fort, aber vor allem auch über Deutschland hinaus, hier sind wir sehr gut aufgestellt, in nicht allen europäischen Partnerländern sieht das ähnlich aus, gibt es die Idee, eine Konferenz zu einer europäischen Bürgerinitiative zu starten, und zwar in Brüssel, wo sonst. Die Idee ist, das Anfang Juli zu tun. Wenn jemand Lust hat, mit einer europäischen Bürgerinitiative mitzuwirken und eventuell zu so einer Konferenz nach Brüssel zu kommen, könnt ihr gerne auf mich zukommen. Wird sicherlich, wenn die Konferenz denn stattfindet, auch öffentlich beworben werden. Oder ich habe auch gesehen, eine andere Person vom Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung läuft hier noch rum und vielleicht kommt ja noch mindestens 2 Leute laufen rum. Also, kommt auf uns zu, wenn ihr Ideen habt, euch einbringen wollt oder wenn ihr das für eine gute oder auch für eine blöde Idee haltet. Kommentare nehme ich gerne noch entgegen, Anregungen, Fragen. Ansonsten würde ich einen halb fliegenden Wechsel machen. Ja. Ja, hallo, ich bin Gregor. Eine Frage zu dieser Angriff auf die VDES auf der europäischen Ebene. Bekanntermaßen ist die Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie im Zuge der Binnenmarktintegration erfolgt. Und das Argument dazu ist quasi dann sehr indirektes, dass gewissermaßen der Binnenmarkt für Provider und andere IT-Carrier behindert wird, weil unterschiedliche Speicherrichtlinien den Wettbewerb behindern. Das halte ich für sehr vorgeschützt. Ich halte diese gesamte Vorratsdatenspeicherung als einen Verstoß gegen das Subsidiaritätsprinzip innerhalb der EU und eine gesamte Vorratsdatenspeicherung quasi nicht mit den Verträgen der EU übereinstimmt und an der Stelle sollte sie gekippt werden. Denn mit demselben Argument könnte man das autobahnfreie Tempo, also das Nicht-Tempolimit in Deutschland quasi als einen Wettbewerbsvorteil für die deutsche Automobilindustrie bezeichnen. Und de facto sieht man das ja auch an den Markterfolgen. Das hat ja die EU auch nicht durchgesetzt. Und das halte ich für wichtiger, dass jeder einzelne Staat seine internen Sicherheitsmaßnahmen ergreifen kann, wie zum Beispiel die Briten, wenn sie das wirklich wollen, aber dass das entsprechend in den einzelnen Ländern anders gehandhabt werden darf. Das scheint mir der formal zielführendere Ansatz zu sein.
Vielleicht eine kurze Anmerkung. Ich halte Argumentationen auf nationalstaatlicher Ebene immer ein bisschen für schwierig. Kurze Geschichtsstunde. Es ist so, dass man das damals in der ersten Säule der polizeilich-justiziellen Zusammenarbeit umsetzen wollte, dass man gesagt hat, das ist eine Antiterrormaßnahme. Man hat es nur leider nicht durchgekriegt. Damals hat auch der Deutsche Bundestag gesagt, Vorratsdatenspeicherung verpflichtend für alle? Nee, kommt für uns nicht in die Tüte, ist ja total Überwachung. Also hat man damals auf EU-Ebene den Ausweg gewählt, okay, dann machen wir es über den Binnenmarkt, dann brauchen wir nur eine Zweidrittelmehrheit. Aber ja, das Argument ist vorgeschoben, sollten wir nicht gelten lassen. Und ein Ausweg für die Evaluierung der existierenden Richtlinie ist zu sagen, okay, wenigstens, wenn ihr es noch nicht komplett abschafft, dann wollen wir wenigstens, dass die Nationalstaaten selbst entscheiden können. Ist aber jede Menge Druck notwendig. Es sieht derzeit nicht danach aus, als ob das die Kommission in diese Richtung entscheidet. Ja, es läuft, ist eine Klage vom EuGH anhängig. Die Iren haben dagegen geklagt. Also das wird jetzt in nächster Zeit, wird der Fragenkatalog vom irischen High Court an den EuGH geleitet. Das kann ein Stück dauern. Aber der EuGH soll diese Richtlinie auch gegenüber der Europäischen Grundrechtscharta und Menschenrechte evaluieren, was spannend ist, da das eventuell auch Datenschutz, Persönlichkeitsrechte betreffen könnte. Interessanter Fun Fact am Rande, der EuGH entscheidet auch über eventuelle Strafzahlungen und es ist dem EuGH möglich, solange die andere Klage von Irland zum Substanz der Richtlinie anhängig ist, auch die Strafzahlungen erstmal auszusetzen, bis die inhaltliche Antwort kam. Aber trotzdem, das wird noch ein Jahr dauern, mindestens, wenn nicht sogar ein anderthalbes Jahr, bis der entschieden hat. Vielen Dank an André. Jetzt haben wir noch ein... einen allerletzten Talk von Sandra Mamic, auch von der DigiGuess, und zwar zum Passenger Name Record Abkommen, einer Fluggastdaten, Vorratsdatenspeicherung über 15 Jahre, die ja leider nicht so viel Aufmerksamkeit erhält, wie das Abkommen haben sollte. Klappt's? Eigentlich schon. Zumindest bei mir. Okay. Einen Moment. Ich habe ein paar Screenshots. Deswegen wäre es ganz praktisch, wenn wir auch eine Präsentation hätten. So. Jetzt. Sehr schön. Okay. Hallo? Bitte? Moment. Jetzt. Ah, perfekt. Ist ein bisschen breit gezogen, aber das macht euch ja nichts aus. Okay, also auch Fluggastdaten, Vorratsdatenspeicherung ist ein wichtiges Thema für DigiGuess und für den AK-Vorrat, für den ich auch aktiv bin. Wir haben uns damit seit November, oder schon eher natürlich, aber als DigiGuess seit Oktober, November beschäftigt, wo wir auch eine Veranstaltung hier in Berlin gemacht haben, in der Seabase. Und da war Edward Hasbrook, einer der PNR-Experten, einer der Fluggastspeicherungsexperten in Berlin. Wir haben ihm unter anderem ermöglicht, sich mit Schnarre zu treffen und seine Bedenken zu äußern. Und das war für uns auch ein Grund, unter anderem, aber auch natürlich, weil Fluggastdaten, Vorratsdatenspeicherung was Böses ist, noch eine Kampagne gegen das Abkommen vorzunehmen. Jetzt ist es natürlich weg. Vielleicht hat es jemand von euch mitbekommen. Und zwar haben wir das ACTA-Tool, das ihr wahrscheinlich alle noch besser kennt, adaptiert an die Fluggastvorratsdatenspeicherung, an das Fluggastdatenabkommen. Und haben hier die Leute dazu aufgerufen, eben auch wieder ihre Abgeordneten anzurufen und anzumailen und uns zu sagen, was die Abgeordneten ihnen antworten zu dem Abkommen. Es gibt einige Gründe, die wir aufgezählt haben auf der Seite, warum man sich gegen Fluggastvorratsdatenspeicherung aussprechen sollte. Und zwar ist das zum einen, dass diese Daten, die dort gesammelt werden, 15 Jahre auf Vorrat in den USA gespeichert werden. Was halt,
absolut überhaupt nicht geht, wenn man 6 Monate Vorratsdatenspeicherung von Kommunikationsdaten schon ablehnt und vom Verfassungsgericht kassiert bekommt, dann sollte man eigentlich gar nicht erst anfangen, darüber nachzudenken, 15 Jahre Reisedaten zu sammeln. Das ist einfach völlig abwegig. Da werden ganz viele verschiedene Daten gesammelt und aufbewahrt. Das sind zum einen zum Beispiel Kreditkarteninformationen, Essenspräferenzen, Informationen zum Gesundheitszustand, alles Mögliche, mit wem man zum Beispiel auch ein Hotelzimmer gebucht hat, falls man das über den Reiseveranstalter gebucht hat. Und ja, es ist einfach total unverhältnismäßig, sowas im Bereich Terrorismusbekämpfung vorzunehmen. Zum anderen ist die Forderung des Europaparlaments, die eine Resolution zur Fluggastdatenspeicherung veröffentlicht haben, völlig ignoriert worden. Das heißt, das Europaparlament hat bestimmte Forderungen gestellt, wie zum Beispiel Profiling muss ausgeschlossen werden. Das heißt, eine Rasterfahndung, wie sie in Deutschland sowieso verboten ist, durch das Bundesverfassungsgericht in ganz, ganz engen Rahmen nur erlaubt wurde, ist einfach durch dieses Abkommen nicht ausgeschlossen. Es wurde nicht behandelt. Es haben sich andere auch dagegen ausgesprochen, wie zum Beispiel die Artikel 29-Gruppe, das ist die Datenschutzbeauftragtengruppe in Europa, und natürlich Initiativen wie NoPNR, wie der AK-Vorrat, wie EDRI. Also es gab ganz viele Leute, die sich dagegen ausgesprochen haben. Und die ganzen Forderungen des Europaparlaments wurden halt in den Verhandlungen nicht weiter beachtet. Es wurden minimale Verbesserungen vorgenommen, die einfach das ganze Abkommen in seiner Unverhältnismäßigkeit nicht verbessert haben. Zum Beispiel sorgt das Abkommen auch nicht für Rechtssicherheit aller EU-Bürger. Das heißt, die USA können die Daten abgreifen von den Datenbanken. Die haben einen Root-Zugang zu den europäischen Datenbanken und man kann sich dagegen kaum wehren. Man kann danach, wenn man zum Beispiel durch die Rasterung auf einer No-Fly-Liste steht, das heißt, dass einem verboten wird, in die USA einzureisen, kann man zwar versuchen, sich zu wehren, aber es ist sehr, sehr schwer, von so einer Liste wieder runterzukommen. Und da kann man auch schon landen, weil man zum Beispiel den gleichen Namen und das gleiche Geburtsdatum hat oder sowas. Und ein vierter Punkt ist, dass das Abkommen eine Richtungsentscheidung darstellt. Das heißt, es werden jetzt weitere Abkommen geschlossen zur Fluggastvorratsdatenspeicherung. Zum Beispiel wurde bereits eins mit Australien abgeschlossen und es werden weitere Drittstaaten Abkommen haben wollen. Und was noch viel interessanter ist, dass es jetzt auch bald ein europäisches Abkommen geben soll. Das heißt, die Europäische Union hat ein Abkommen, das die Fluggastdaten der europäischen Bürger, wenn sie ins Ausland reisen, erfasst und speichert in einer zentralen Datenbank. Und dieser Vorschlag von der EU-Kommission wurde jetzt schon ans Europaparlament geschickt. Das heißt, wenn dieses Abkommen mit den USA verabschiedet wird, mit seinen sehr negativen und sehr weitreichenden Bestimmungen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass auch die Bestimmungen, die im Europaparlament dann in der Europäischen Kommission für das europäische Abkommen geschlossen werden, sehr schlecht sind, weil einfach man ja nicht argumentieren kann, warum eine europäische Vorratsdatenspeicherung von Fluggastdaten weniger intensiv und invasiv und eingreifend sein kann, als eine, die in die USA geschickt wird. Das ist relativ schwierig. Wir haben alle diese Gründe noch viel ausführlicher behandelt auf der Webseite und auch bei unserem Kampagnenpartner NoPNR, der Initiative gegen Fluggastvorratsdatenspeicherung, findet ihr noch viel tiefgehendere und viel auch weiter in die Vergangenheit zurückreichende Informationen über die Verhandlungen. Wir haben dieses System, womit wir eben auch gegen ACTA vorgegangen sind, auch an unsere Partner in Österreich weitergeleitet, weitergegeben, den Code. Das heißt, wenn ihr Organisationen in anderen Ländern kennt, die auch zum Beispiel sich gegen Vorratsdatenspeicherung, gegen Fluggastdatenspeicherung oder auch gegen ACTA oder gegen irgendetwas anderes einsetzen wollen, dann geben wir gerne diesen Code weiter. Und was uns ja vielleicht auch ein kleines bisschen gefreut hat,
Die Politiker haben es auch wirklich gemerkt, dass diese Seite existiert. Wir haben ja dazu aufgerufen, dass jeder Bürger, also wir alle gemeinsam den Leuten, den Abgeordneten E-Mails schreiben sollen und anrufen sollen und uns dann die Antworten zurückschicken sollen, wie die Abgeordneten gegen oder für das Fluggastdatenvorratsdatenspeicherungsabkommen abstimmen. Und es haben halt nicht alle Abgeordnete sofort geantwortet oder wurden teilweise auch nicht angesprochen, weil wir dazu aufgerufen haben, besonders die SPD-Abgeordneten anzurufen und zu benachrichtigen, weil die besonders wackelkandidatig waren. Das heißt, wir haben jetzt von der CDU nur eine Rückmeldung bekommen, obwohl da natürlich sehr, sehr viele für das Abkommen sind. Wir haben von den SPD-Leuten teilweise auch keine Rückmeldungen bekommen. Und wir haben vor allen Dingen Rückmeldungen von denen, die gegen die Fluggastvorratsdatenspeicherung sind, bekommen. Was natürlich ist, weil Politiker sich natürlich gerne positiv darstellen. Das heißt, wir gehen mal weiter runter. Das sind noch sehr, sehr viele. Wir haben 99 deutsche Abgeordnete im Europaparlament. Und hier seht ihr jetzt, wie das aussieht, wenn wir eine Antwort bekommen haben. Da sind einige SPDler dabei, einige FDPler, Linke und Grüne. Und besonders Büti hat halt zum Anfang keine Antwort geschickt gehabt, beziehungsweise wurde einfach nicht gefragt von den Leuten, weil es bei den Grünen sowieso klar war, dass sie gegen das Abkommen stimmen. Das heißt, er hat es gesehen, dass er da aufgeführt wurde als Wackelkandidat, was für uns die Bezeichnung war, hat noch nichts gesagt, ist uns noch nicht bekannt, ist noch kein Zitat vorhanden und hat uns dann gleich als verleumderische Arschlöcher bezeichnet, was wir natürlich nicht ganz so nett finden. Genau. Aber er hat sich dann schlussendlich doch mal irgendwann entschuldigt und uns auch gesagt, dass er gegen Fluggastdaten, Vorratsdatenspeicherung abstimmen wird. Und wir haben mal den ganzen grünen Abgeordneten auch eine E-Mail geschickt und ihnen das ganze System erklärt. Weil uns ist es halt besonders wichtig, dass wir ermöglichen wollen, dass alle Leute auch mal ihre Abgeordneten anschreiben oder anrufen und nicht, dass wir die Abgeordneten anschreiben und sie danach fragen, weil das können wir auch alleine. Dazu brauchen wir nicht dieses System. Genau. Wir haben also dazu aufgerufen, die SPD anzuschreiben und die alle Abgeordneten dieses Ausschusses, in dem die Fluggastvorratsdatenspeicherung zuerst abgestimmt wurde, anzuschreiben. Und die Abstimmung ist dann letzte Woche gewesen. Und entgegen der Empfehlung der zuständigen Berichterstatterin in dem Ausschuss, die eben dem Parlament die Empfehlung gibt, ob sie pro oder contra oder was sie noch verändern sollen oder so, den Bericht eben schreibt, haben sich 31 Abgeordnete des Innenausschusses im Europaparlament für das PNR-Abkommen ausgesprochen. Contra waren nur 23 Stimmen und eine Enthaltung. Das heißt, die konservative Fraktion hat dafür gestimmt, die Grüne, Linke und die liberale Fraktion haben dagegen gestimmt, also gegen das PNR-Abkommen, und es gab eine Enthaltung. Und was uns besonders traurig macht, ist, dass von der SPD, also von der sozialdemokratischen Fraktion, ungefähr die Hälfte für das Abkommen gestimmt hat und damit dieses Ergebnis möglich gemacht hat. Das heißt aber auch, dass es jetzt als nächstes eine Abstimmung im Plenum geben wird. Das heißt, das gesamte Europäische Parlament wird über das PNR-Abkommen abstimmen. Das wird am 19. April sein. Und wir haben jetzt die Chance, eben nochmal die Abgeordneten anzurufen, vor allen Dingen von der SPD-Fraktion bzw. S&D-Fraktion, also des gesamten Europäischen Parlaments, und ihnen nochmal klarzumachen, warum Fluggastvorratsdatenspeicherung schlecht ist und warum wir nicht wollen, dass sie dafür stimmen. Und das ist jetzt die Chance, nochmal bis zum 19. April diese E-Mails zu schicken. Und dafür könnt ihr, wie gesagt, die Webseite benutzen, vor allen Dingen die Unentschlossenen bzw.
unbekannten Abgeordneten anzurufen. Und was ihr auch machen könnt, wenn ihr ein bisschen mehr Zeit habt, oder wo ist denn jetzt meine Maus? Ihr könnt die Webseite unserer französischen Partnerorganisation, also unserer französischen Schwesterorganisation La Quadrature du Net benutzen. Die haben nämlich ein tolles Wiki gebaut, wo man die Abgeordneten aller Länder finden kann. Das ist nicht nur für die Fluggastvorratsdatenspeicherung interessant, sondern natürlich für alle Entscheidungen, die im Europaparlament anstehen, oder wenn man jemanden sucht aus dem Europaparlament und ihre Kontaktdaten sucht, dann muss man nicht auf diese Webseite des Europäischen Parlaments gehen, sondern man kann hier zum Beispiel aussuchen, dass man alle aus Deutschland anklicken möchte. Irgendwann reagiert es dann auch. Und dann sogar sagen kann, ich möchte nur die 23 deutschen SPD-Abgeordneten sehen, damit ich die direkt durchtelefonieren kann oder ihnen direkt eine E-Mail schreiben kann. Und das ist halt unheimlich praktisch, kann ich nur empfehlen. Und ihr könnt natürlich auch einfach alle sozialdemokratischen Abgeordneten anschreiben. Das sind auch nur 190, da müsst ihr halt ein paar auf Englisch anschreiben. Und dann könnt ihr zum Beispiel auch aussuchen, dass ihr nur die aus United Kingdom anruft oder anschreibt, weil die gerade viel Stress mit Vorratsdatenspeicherung haben, praktischerweise. Genau. Von daher würde ich mich freuen, wenn ihr euch daran beteiligt, die Vorratsdatenspeicherung unserer Reisedaten zu verhindern und damit eben auch die europäische Reisedaten, Fluggastdatenspeicherung nicht so schlimm zu machen, wie sie möglicherweise werden wird, wenn wir sie nicht verhindern. Das heißt, ihr findet mehr Informationen unter der Initiative NoPNR auf Twitter oder mit dem Hashtag NoPNR, natürlich auf unserer Kampagnenseite, wo ihr dann eben auch uns die Antworten zurückschicken könnt, die ihr von den Abgeordneten bekommen habt. Und ihr könnt memopol.laquadratur.net.fr benutzen, um weitere Abgeordnete zu finden, bei denen ihr gerne E-Mails schreiben dürft. Und auf nopnr.org findet ihr auch, wenn ihr keine Zeit habt, was selber zu formulieren, noch Formulierungsvorschläge, die ihr einfach nur copy und pasten müsst. Und dann danke. An Sandra. Ja, angesichts der Zeit würde ich sagen, machen wir Fragen und Antworten irgendwie in eine kleinere Runde. Vielen Dank fürs Kommen. Das war unser dritter netzpolitischer Abend. Danke fürs Zuschauen. Der nächste wird in rund 2 Monaten sein. Wir wissen nicht, vielleicht Mitte, Ende Mai, vielleicht Anfang Juni. Ihr werdet es wieder auf unseren Kanälen mitbekommen. Wir sind noch hier. Sprecht uns an, wenn ihr Lust habt, Fragen habt. Und viel Spaß noch und danke fürs Kommen. Ah ja, genau. Was der André hat extra noch eine Spendenbüchse gebastelt mit unserem Aufkleber dran, die da so klimpert. Wenn ihr uns was spenden wollt, geht das natürlich über die Bank oder über so eine Spendenbüchse. Bitte nicht mitnehmen. Danke.